ein Bombenattentat als Vergeltungsaktion für die Zusammenarbeit des BND mit dem CIA gegen einen fiktiven Staat Zaristan, der für diverse konkrete Ereignisse und Orte des Nahen Ostens steht. Daraus entwickelt sich ein perfekt gebauter Spionage-Thriller, in dem ein BND-Analyst an die Grenzen seiner Loyalität getrieben wird, als er erkennt, dass hochrangige Geheimdienstmitarbeiter schamlos Lobbyarbeit für die Rüstungsindustrie leisten. Hier sind sie. Und? Gibt's schon... Nein. Sie sind immer noch dabei, die Leichen zu identifizieren. Aber... Man hat einen verkohlten Ausweis gefunden, der, wie es scheint, einem Gefolgsmann von Bahiri zuzuordnen ist. Also doch eine Racheaktion. Ja. Sieht ganz danach aus. Jetzt gehen natürlich die Diskussionen wieder los. Über die innere Sicherheit, ob man alles getan hat und so weiter und so weiter. Also diese Grundgeschichte jetzt basiert auf Usbekistan, wo eigentlich Präsident Karimov mal einen Aufstand niedergeschlagen hat, ein Waffenembargo vom Westen auferlegt wurde. Gleichzeitig wollte man aber Geschäfte mit ihm machen. Also gab es einen inszenierten Terror, der dann sagt, wir brauchen Waffen, damit wir uns um das Problem kümmern können, bevor ihr dann eure Leute schicken müsst und so weiter und so weiter. Das ist so einer von vielen Hintergründen, die inspiriert, die Geschichte inspiriert haben. Aber das geht jetzt auch weiter über die Planespotter, die dieses geheime Flugnetzwerk aufdecken, der Drohnenkrieg, der dann auch plötzlich unterstützt wird oder dem BND eine entscheidende Rolle damit spielt, weil er von Asylheimen Daten liefert, von Zielkoordinaten über Terrorverdächtige, die CIA wieder gejagt, dass dieser Drohnenkrieg über Rammstein läuft, das alles sind wahre Fakten. Wahre Fakten. Der bezeichnende Titel des Films »Das Ende der Wahrheit« spielt mit der auf Lügen, Manipulation und Täuschung basierenden Arbeit der Geheimdienstler. Es führt uns also direkt zu Al-Bahiri. Ja. Massouds Schwager ist nicht nur sein Fahrer, er ist auch seine rechte Hand. Wo er ist, ist Al-Bahiri. Die Amerikaner werden im Kreis tanzen. Woher weißt du, dass sein Schwager nach Asyl sucht? Wir haben den Tipp vom sahirischen Geheimdienst. Und? Was? Hast du ihm Asyl versprochen? Es ging nicht anders. Dann ahnt er jetzt, dass du kein Dolmetscher bist. Der Job ist, für den eigenen Geheimdienst, für den BND, Informationen im Ausland, weil er im Ausland studiert ist, zu sammeln, um bei Entscheidungen im Inland die Gremien und die Regierung bestmöglich mit Informationen zu versorgen. Dieser Typ von Agent, der kein Spion ist wie James Bond, sondern jemand, der nur im Flugzeug sitzt, nur sich schlecht ernährt, wenig schläft, kaum seine Familie sieht, verkörpert wird dann durch Ronny, der dann irgendwie aus einem gewissen Autismus dann irgendwie und so ein Misstrauen und so einem Einsiedlerleben innerhalb des BNDs dann diese Rolle verkörpert, lag dann sehr nah. Ronny schlüpft wirklich in so eine Rolle rein und gleichzeitig schaffst du es, dich immer mit ihm zu identifizieren. Du wirst das Briefing halten. Die gesamte Abteilung 6 ist auf dem Weg hierher. Bitte was? Der Rottweiler ist auch mit dabei? Ja. Die ganze VIP-Etage? Fuck. Du, warte mal, ich muss kurz im Auto machen. Nein, musst du nicht. Hier. Beruhige dich. Du hättest mich wenigstens vorbereiten können. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Du hättest mich vorfahren müssen. Ach, der Rottweiler, der wartet doch nur darauf, mich auseinander zu flippen. Ich nehme so schnell niemand auseinander. Wer soll dir denn was erzählen? Die Gegend ist wie dein Wohnzimmer. Und du weißt genau, Rauweiler taucht immer auf, wenn es prestigeträchtig wird. Ja, du hast gut reden. Das nächste Mal, wenn du durch diese Tür gehst, halte wahrscheinlich ich dir ein Briefing. Ja. Moment. Neben dem brillant agierenden Ronald Zerfeld bereichern die ebenfalls vorzüglichen Darsteller Axel Prahl, Claudia Michelsen oder Alexander Fehling das Ensemble. Herr Behrens, drei einfache Fragen. Ist dieser Mansud Ihre Quelle für Bahiris Aufenthaltsort in Bakata gewesen? Ja. Und haben Sie ihm Asyl versprochen? Ja. Ihn dann aber abschieben lassen? Wir verhören Sie und dann schieben wir Sie ab, ja. Das ist das übliche Vorgehen, damit Sie nicht mit der Presse oder der Polizei reden. Hat ja auch super funktioniert. Ein Terroranschlag? Hier, bei uns? Und wir werden damit direkt in Verbindung gebracht. Alles, was Sie für mich an bisherigen Erkenntnissen zur Verfügung haben, brauche ich bis spätestens 7 Uhr. Ich kümmere mich darum, nicht. Das werden Sie nicht tun.
Bitte was? Mein Lieblingswort heute ist komplex. Ich immer wieder drüber stolper, aber mir fällt kein besseres Wort ein, um zu beschreiben, wie komplex das Ganze ist. Wenn man die verschiedenen Interessengruppen sieht, wie Politik heutzutage funktioniert, was der eigentliche Auftrag einer gewählten Regierung ist, da kommen wir sehr schnell von der blanken Definition oder Theorie sehr schnell in Gebiete, wo damit nichts mehr zu tun hat, wo man dann plötzlich von Interessengruppen spricht, von Lobbyismus, von hier scharrt doch ein Land dem anderen zu. Und dass man, plötzlich geht es nur noch um Geld, das Kapital, plötzlich sind wir bei Marx und plötzlich hast du schon wieder tausend Fragen. Wo du sagst, was ist denn eigentlich Demokratie? Was ist denn eigentlich ein Land? Was ist denn eigentlich Macht? Was ist denn eigentlich, wer beansprucht denn für sich zu sagen, ich mache hier die Wahrheit, ich bin der Gute und du bist der Böse? Wer sagt denn hier einfach, warum müssen wir eine Demokratie nach Afghanistan verpflanzen, wenn der Afghaner sagt, wir brauchen euch nicht? Und ihr Europäer habt zwar die Uhr, aber wir haben die Zeit. Und wir brauchten die Russen nicht, wir brauchten die Engländer nicht, wir brauchen euch nicht. Aber gleichzeitig erklärt man dem Afghanen noch nicht, dass Afghanistan geopolitisch ein so interessantes Land ist, dass jeder, der Macht hat, versucht, es zu verhindern, dass ein anderer eben dort seine Vormachtstellung ausbauen kann. Was machen Sie hier? Arbeiten. Was machen Sie hier? Sie haben hier keine Zugangsberechtigung mehr. Wer sagt das? Ich. Haben Sie es noch nicht gehört? Ich leite den Stab vorerst. Gott, steh uns bei. Wie bitte? Ich sagte, Sie könnten mir nicht mehr den Unterschied zwischen der Hamas und der PLO erklären. Ja, das muss ich auch nicht. Dafür haben wir Experten. Ja, die schon lange aussortiert wurden. Wer spricht denn hier noch Arabisch? Wir schreiben Gefahrenanalysen, die Sie in den Reißwolf stecken, nur weil Sie mit der derzeitigen politischen Agenda in Berlin nicht übereinstimmen. So sieht's doch aus. Alexander Fehling, der soeben für diese Darstellung mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, muss eine schmerzliche Wandlung durchmachen und vermitteln. Hm. Der hatte seine Zeit. So ähnlich war es mit Ihnen auch. Sie können mich mal. Von der Körperhaltung über den Anzug, das ist wirklich ganz andere Art von Arbeit. Er kommt ans Set, ist vorbereitet, zieht sich zurück, für einen Regisseur ein Geschenk und trotzdem eine völlig andere Energie als zum Beispiel Ronald Zellfeld arbeitet und dann, so wie sie hinter der Kamera, auch vor der Kamera in einer unterschiedlichen Energie miteinander oder gegeneinander arbeiten, ist dann natürlich ein Geschenk, weil es passiert einfach von selbst. Wir haben zwei komplett andere Ansätze, wie wir irgendwie arbeiten, aber wenn wir beide vor der Kamera sind oder zusammen arbeiten, sind wir beide irgendwie extrem professionell, obwohl jeder anders funktioniert und es einfach immer wieder einen großen Spaß macht. Und toll ist, mit ihm zu arbeiten. Das Ende der Wahrheit. Brecht hat einmal gesagt, die Wahrheit ist konkret. Was meint, dass sie von Fall zu Fall mühevoll und von Neuem erkämpft werden muss. Was macht der denn hier? Mach bei ihm Praktikum. Was den Geheimdienstlern immer wieder ganz spezielle Probleme bringt. Was führt dich hierher? Ja, was wohl, wie immer die Spur des Geldes. Verständigungskontrolle, wir verlassen jetzt den grünen Sektor. Sie waren schon mal hier? Ja. Hinter diesen Bergen dort, in Quetta. Das ist Pakistan, das Taliban-Land. Dort gibt es so viele Drohnenschläge, dass die Einheimischen von Allahs Vorzimmer sprechen. Was haben Sie da gemacht? Ein Geiselaustausch verhandelt. Warum Sie? Es gibt nicht mehr so viele beim BND, die Farsid Urdu beherrschen. Ist es gefährlich? Vor allem anstrengend war es. 28 Monate, am Ende hatte ich 800.000 Flugmeilen auf meinem Konto und jedes Mal, wenn ich eine Bedingung der Geiselnehmer erfüllt hatte, wollten sie irgendwas Neues. Eine Wahrheit. Zum einen, um für sich eine Wahrheit rauszubekommen, dass er anfänglich an eine andere Wahrheit geglaubt hat, dass im Zuge seiner Erfahrung er gemerkt hat, wow, er muss seine Entscheidung vielleicht hinterfragen. Er wusste es einmal in einer Szene mit seiner Tochter, die ihn fragte, wofür eigentlich und warum. Wo er sagte, ich wusste es einmal. Oder auch den Mut hat, seiner Tochter mitzuteilen, ja, ich bin dafür verantwortlich und das ist viel zu komplex. Und nein, ist es eigentlich nicht. Und man merkt, okay, wie schwer es ist, irgendwie sowas zu vermitteln. Warum tust du das? Ich hab's mal gewusst.